Bonus, aber mehr konnte ich im Stream nicht fahren. Dam. Ey. Solltest du. Yeah! Wie sieht das denn aus? Das sieht ja richtig cool aus. Hey, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nero zusammen mit... Hey, ho, Minecraft-Freunde! Yo! Also, der Gorm ist am Start. Gab's ja mal noch gar nicht. Tetrit und Gorm. Nee, wirklich noch überhaupt gar nicht. Noch nie. Crazy Premiere. Oh, bist du schon Premiere, auf dem Server? Ja, bin auf dem Server gejoint. Also Leute, ich hab vor 12 Stunden gestreamt. Ich hab die Nacht durchgemacht, ich bin da. So. Und ich hab ein paar Geschenke für dich. Sagen wir mal so. Ja, ich hab auch schon in den letzten Folgen. Ich bin gerade auf Nahrungssuche gewesen und es wurde Nacht. Gott, komm zurück. Und haben wir gerade Nacht draußen? Gib mir die Koordinaten. Ja, glaub schon. Ich hab Nachtsicht. Ich kann das nicht. Warte, dann ich schlaf mal eben. Ich hab ja meinen Rucksack dabei. Dann schlaf ich auch eben. Ich glaub, du musst gar nicht schlafen. Also letztens war auch schon mal jemand auf dem Server und dann konnte ich auch schlafen. Ja, ja, hatte ich auch letztens. Ich konnte auch schlafen, wurde Tag und ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch im Bett lag. Ja, so. Genau. So. Warte mal. Aber probier mal, schlaf mal. Ja, Rucksack eben mal hier ausbreiten. So, oh, ich finde den Rucksack so genial, ne? Mit dem Bett. Ja. Und? Aber ich lieg im Bett. Ja, ich Guten Morgen, es war echt Nacht, okay. Gut, dass wir das gemacht haben. So. Ich hoffe, du stirbst nicht, sonst ist es vorbei gegeben. Das wäre doof. Aber du bist nicht so weit weg, oder? Nee. Oh Gott, ey. Nein, das geht doch echt. Ich muss nur mal eben... Was hast du für eine Rüstung? Eine Eisenrüstung, ja. Okay, ich werde jetzt natürlich... Ich kann jetzt nicht die Ultra-Crazy-Set-Bonus-Rüstung geben, aber so eine Rüstung, die dann genauso viel aussieht wie meine, kann ich dir dann... geben. Hast du Limonite? Davon habe ich genug. Dafür habe ich über einen Stack. Oh, perfekt. Und dann habe ich meine Diamanten und dann crafte ich mir für dich eine Rüstung. Yeah. Ja, ich finde das total cool und nett von dir, dass du das machst. Ja, was soll ich denn? Ja, der arme Gorbel, der nichts gerissen hat bei dem Projekt bis jetzt, immer nur gestorben ist. Brauch auch mal was. Ich werde schon wieder abgeschossen gerade hier von Engsum. Nein. Aber ich überlebe das. Ich habe nur 3 Herzen verloren. Komm, sag mir die Koordinaten. Oh Gott. Komm, sag. Nein, ich bin gleich da. Du stirbst. Nein, ich sehe das schon. Doch, du stirbst. Nein, doch. Solange hier nicht irgendwo so ein Loch in der Erde ist, wo ich 30 Blöcke runterfalle. Ey, das Loch, ne, wo du gestorben bist, ist ja von mir. Ich weiß. Oh Gott, hier ist auch gerade so eine Höhle, die voll steil runtergeht. Aber egal, ich bin gleich da. Ich hab mich da immer hochgebaut aus der Höhle und dann hab ich das immer vergessen. Ich gedacht, dass da einer reinfällt. Ja, ich hab so. Halt nie auf den Boden so geachtet, ne, und dann plötzlich. Ja, bitte, aber auch nicht, Mann. Hab ja auch angefangen, Tränke zu machen, weil ich ja brauche die für Nachtsicht und so. Und hab ein paar Stärketränke mir gemacht. Das ist immer gut für Notfall. Ja. Oder für PvP, ne? Man weiß ja nicht. So, wie heißt die Rüstung? Oh Gott, ey. Immer diese Begriffe in Modpacks und denke mir so, wie kommt man da so? Ich hoffe, dass ich gerade den richtigen Weg einschlage in die Stadt. Ich bin mir. Also, ich glaube schon. Koordinaten geben. Ja, mach mal. X2240. Ja. Und Z minus 1590. Okay. Oh Gott. Nein. Alles gut. Hier sind nur wieder diese Urbar oder wie die heißen, diese Wölfe. So. Die, die halte ich noch aus. Ich bin aber auf dem richtigen Weg. Chestplate, alles klar. Oh Mann, ich werde hier von 1000 Monstern verfolgt. Ach ja, ich freue mich gleich bei Petri zu sein und dann einfach gemütlich da bei dir zu chillen. Ich stelle mich einfach neben dich. Da fühle ich mich sicher. Ich sehe schon die Stadt. Ach, cool. Nice, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Da ist die Rüstung. Ich war irgendwie eine ganze Folge auf Farming-Tour. Was bringe ich mit nach Hause? 2 rohe Stücke Fleisch. Ja. Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, ne? Hat sich safe gelohnt. Wie hast du das denn hingeschaut? Ja, ich glaube, weil ich so viele Monster hinter mir immer her hatte, hatte ich so einen hohen Hunger. Da habe ich die ganzen Fleischstücke, die ich gefunden habe, immer direkt verbraucht. Ja, kenn ich. Also komme ich von dieser Farming-Tour mit plus minus null wieder heraus. So, sag dann. Ich stehe hier bei dem Nether-Portal und hier ist doch auch dein Haus, oder? Ich bin bei dir im Haus. Ach so, in meiner kleinen Bude da oben. Ja, weil ich dein Leim gerade für die Rüstung benutze oder missbrauche. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. So, zack. So, ich hab den. Okay. Was hast du gestern gemacht? Hallo. Also, deine Rüstung ist aber heftig. Die ist auch nicht so stark. Also, das war jetzt eine provisorische, weil ich meine. Wenn ich dich schlage, kriege ich Schaden. Hat die irgendwie Dornen drauf? Nee, das ist die nicht. Das war ja diese. Okay. Ich hab einfach gar kein Herz verloren. Nee, ich hab dich nur mit der Hand geschlagen. Achso, wollte ich schon sagen. Okay. Erstmal dein Schwert, mein Freund. Hab da ein bisschen Schärfe drauf geballert. Hab ich dir ja gerade schon erzählt. Hier, mein Freund. Ja, gerne. Wo denn?
Tag. Oh, okay. Wie viel hat das? Was ist das Richtige? 21,75. Uiuiui, so, danke dir. Dann Schärfe 3. Dann nochmal hier die Rüstung. Ist jetzt kein, hat kein Set-Bonus, aber mehr konnte ich im Stream nicht finden. Dam. Ey. Solltest du. Yeah! Wie sieht das denn aus? Das sieht ja richtig cool aus. Allein die Farbe so. Gefällt mir. Gönn dir mal dieses Schwert, das ich mir. Was ich so. Ich hatte so Lack bei dem Schwert. Gönn dir das einfach mal. Das behalte ich! Erkämpf es dir doch, das holst du doch zurück. Nein, ich hab nur eine Spitzhacke. Raus hier! Ey, was ich auch gefahren gefunden habe, ist das hier. What the fuck? Das wird mir voll Angst machen, wenn ich als Gegner so auf dich stoße. Aber guck, soll ich dich mal schlagen? Ja. Ist aber nur, hat nur 7 Attack. Hä? Ja, geile Rüstung, ich bekomme gar keinen Schaden. Hä? Warte. Ah, das liegt das daran, dass wir unter der Erde sind, weil es ein Range Sword ist und manchmal buggen die Dinger unter der Erde. Gleich sterbe ich einfach, weil ich irgendwie gestackt so 5 Schläge auf einmal kassiere. Und das habe ich auch bekommen, so ein Stab, irgendwie da steht Extinguishes Fire. Was? Keine Ahnung, ich kenne das Begriff nicht. Hier. Irgendwas mit, ich glaube, ich mein, wenn ich brenne, das wegmachen damit. Keine Ahnung. I don't know. Auf jeden Fall, dieses lange, große Schwert macht kaum Schaden. 7 Attack Damage ist jetzt nichts Besonderes. So, wir wollten in der Folge. Wie findest du dein Schwert gerade so? Achso. Das fällt dir gar nicht auf. Hab ich gar nicht gemacht. Ich hab's gar nicht gemerkt. Ja, ich. Er hätte einfach durch. Hier ist echt so. Und wenn ich dann damit gestorben, boah, wäre mir das peinlich. Ich würde, glaube ich, nie wieder in diese Stadt zurückkehren können, ey. So, also mit dieser Flugrunde. Hier, wir uns jetzt mal Switch. So. Genau, Switch, so. Perfekt. Mit der Flugrunde kann man halt wirklich wie ein Hero mit den Stäben fliegen. Oh, what? So, man muss halt aufpassen wegen dem Fallschirm. Man muss das immer so geschmeidig nach unten gleiten. Ich habe keinen Flugschein. Ich brauche erstmal Nahrung irgendwie. Warte, ich muss mal zwei Fleischeimer aus dem Ofen holen. Holst du auch deine Träne und wenn du Federn hast, hol mal auch Federn. Ja. Weil wir, dann gehen wir zu Max, der hat ja diesen Blutaltar. Wir teeren und federn nicht, warte mal. Und, hier hast du die Gasträne. Hol Flint, wenn du Flint hast. Wäre auch gut. Ich weiß, dass ich das mal hatte, aber in meiner Truhe ist nichts. Hier kommt ein. Oh, Skull, komm hier rein. Ach, ich hab die. Ach. Egal, die sind ja. Easy going. So, ist echt Fall. Komm, ich versuch mal. Ah, ich hab Kies hier. Perfekt, weil. Man kann sich so Lagerfeuerstellen craften, die stellt man dann hin und dann kriegt man eine erhöhte Regeneration. Das ist gut beim Opfern des Blutes. Dann kann man schön wieder vollregen, weiter in den Speicher Blut reinpumpen und dann somit lange fliegen. Ja. Aber erkläre ich dir gleich alles. Ich bin gespannt. Ich schaue gerade noch in meiner Truhe. Ich hoffe, wir schaffen das in der Zeit. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber wir geben unser Bestes. Zack, 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 zack. Also für meine Zuschauer, also gestern habe ich gestreamt, wie gesagt, und habe mir dieses Schwert hier in der Abyss-Dimension gegönnt. Ich werde auch hier kurz einen Ausschnitt mal reinschneiden, bin da komplett ausgerastet. Einfach, ich habe einfach nichts gesagt, ich bin einfach so 2 Minuten erstmal nur rumgegangen durch mein Zimmer, weil ich nicht drauf klarkomme. Und was haben wir noch gemacht in der Folge? Dena angegriffen, genau, Dena haben wir auch angegriffen, aber der ist dann weggeflogen und haben wir leider nicht mehr bekommen, aber... Besser, also war ein guter Try trotzdem, war ganz lustig. Und Den hat aber auch gutes Equipment, hat von Kevin richtig viel bekommen. Der Dena, der macht den Gomme. So. Zack, hast du noch mein Lemonite-Ohr irgendwie? Weil ich mache mir gleich damit nochmal eine Spitzhacke irgendwie, ich habe gerade gar keine. Komm mal, ich fliege. Oder sollte ich mir irgendwie eine andere Spitzhacke bauen, nicht aus Lemonite? Nee, Lemonite. Lemonite, immer aus Lemonite, okay. Ja, mach ich auch immer. Also hier ist die Gasträne, ich habe aber leider keine Federn, also vielleicht siehst du hier Federn, ich sehe hier keine. Ich sehe auch, keinen Feuerstein, aber ich kann Feuerstein holen, ich glaube ich weiß wo Gravel ist. Ich hab einen Stack Gravel, passt schon. So, ich habe Feuerstein genug, Stein brauchen wir noch und Holz. Haben wir Holz? Ja, ich habe Holz hier. So, perfekt, komm mit, okay, danke. Nimm ich das mal. So, zack. Dann, such du mal, ich suche alles. Wir brauchen wirklich Federn. Aber eigentlich müssen wir Smaragde brauchen wir auch. Ich glaube, Max hat einen Smaragd, hat genug. So. Oh, meine Rüstung, die sieht schon heftig aus gerade. Wenn ich immer so ein Foto mache oder so. Ja. Krass, mit dem Rucksack, das passt einfach. Du hast einen Rucksack, den ich dich richtig beneide. Du hast keinen? Du hast doch auch einen. Ich habe einen Rucksack, aber du hast einen Nachtsicht-Rucksack. Ja. Hä, du nicht oder wie? Nein, hast du den in den Dungeon gefunden? Ja, habe ich. Nee, ja, hab ich selber gecraft. Was sagst du denn? Ich bin doch hier schon so weit. Das ist alles selbst der gemacht. Der ist mega selten, den du hast. Also, den haben zwar andere Teilnehmer auch, aber ich muss immer Tränke machen, wenn ich in die Dimension gehe für Nachtsicht. Du kannst da einfach genüsslich reingehen. Ja, ist wirklich so. Das ist schon ganz nice. Okay, kommst du mal zu Maxi hoch? Ah, okay, ja. Ich war gerade auf Hühnchenjagd.
Ach so. Ich hab keine gefunden. Ja, kann ich gleich machen, dann kannst du hier die ganze Zeit erstmal dein Blut opfern. So. Wo sehe ich eigentlich welches? Also manchmal steht ja bei den Monstern, du brauchst irgendwie Level 70, um das Monster anzupacken. Ja, wo steht das? Hunter-Level. Dein Hunter-Level, drück mal I. Ja. Und dann die gekreuzten Schwerter sind dein Hunter-Level. Lol, 1. Ich bin da auch 2 erst. Man muss immer auf Events achten. Wenn zum Beispiel es Nacht wird und dann steht da irgendwie so ein Event, das, ich weiß auch nicht, wie das heißt, dass alle Monster, egal Skelett, alles Hunter-Level geben, dann sollte man nachts wirklich Feature killen, damit man schön seinen Hunter-Level hochkriegt. Kommst du mal hier? Provisorisch. Ich komm hoch. Alles klar. Oha, was? Ich stell mal hier noch ein Lagerfeuer. So, habe ich mein Opfermesser habe ich natürlich nicht dabei. Ich flieg mal kurz zu mir und hol das. Hast du dir eigentlich schon mal einen Atlas gemacht? Nee. Keine Ahnung. Atlas. Ich glaube, die baue ich mir nochmal. Das ist so eine Art Atlas halt. Ja. Eine Map quasi. Ich glaube, die baue ich mir. So, oh, komm mit Produktion. Ja. What's up? Ich baue mir einen Atlas. Den wollte ich mir schon in der ersten Folge irgendwie bauen oder in der zweiten. Ja, ich habe der ein oder andere Folge mal von dir geschaut. Vor allem die wurde gestorben. Ja, das glaube ich. Aber das ist ja quasi jede zweite. Da. So. Hauptsache, Stegi schreibt mir so letztens, Patrick, deine Folgen sind voll geil, mega spannend. Ich so, ja, danke, dass du so cool findest, aber wäre cool mal, wenn du ein bisschen selber ein paar Folgen raus. Der Faul, immer, ich guck mal Steam, immer nur am CSGO zocken. So. Habe ich noch ein Buch? Ja, ich habe Bücher. So, ich baue mir hier gerade meinen Atlas und ich werde sogar fertig damit. Ich bin stolz darauf, dass ich jetzt auch mal was hier geschafft habe. Leute, wir machen also in Zukunft. Zack. Ich muss mir noch. Oh Gott, es wird Nacht. The God Show. Ach, keine Ahnung, Alter. Bla bla bla. Ich weiß selber manchmal nicht, was die Götter von mir hier wollen. Ohne Witz. Das liegt an deiner heftigen Waffe. Die wollen auch so eine heftige Waffe wie du mit 32 Attack Damage. Hey, ich bin mal so. Ich bin gespannt auf denen das Folge. Die kommt, glaube ich, am Mittwoch. Also ich will sehen. Ich habe hier nur einen Hit landen können, aber ich bin trotzdem gespannt, wie viel Schaden ich mir gemacht habe. Ich würde es ja gerne an dir ausprobieren, aber ich habe Angst, dass ich dich töte. Ja, ich bin das gewohnt mit Jim Sterber, also kein Problem. Probier ruhig aus. Ich guck mir gerade hier die Karte an, die ist echt ganz cool, diese Atlas. Hast du die schon? Ja, ne? die bockt. Da kann man sich zum Beispiel so Marker markieren, dass hier die Stadt ist und dann findet man da, glaube ich, leichter später zurück. Ja, das ist nice. Das ist natürlich sehr sexy. Ja. Nochmal das Campfire und ein Stein. Ich mach mal ein paar Campfire hier, dann platzieren wir dir hier um den schönen Altar. Dann kannst du dich gleich schön opfern. Warst du schon mal in so einem Wasser-Dungeon? Nee, noch gar nicht. Weil dafür braucht man, glaube ich, auch irgendwie Level 70 oder so bei den Monstern da. Oh Gott, Level 70, das kann ich mir gar nicht erträumen, dieses Level zu erreichen. So, nimm mal dieses Messer hier. Ja. Das ist eine Art Dolch. So. Und jetzt nimmst du diesen Smaragd. Ja. Und platzierst ihn einfach, rechtsklick einfach oben auf den Altar. Uiuiui, jetzt wird hier der gezaubert. Jetzt wird hier gezaubert. Wir müssen eigentlich warten, weil der ist ja voll mit Blut. Der saugt sich jetzt quasi Blut mit Blut und dann kriegst du gleich ein Item raus. Und dieses Item ist quasi dein Blutspeicher. Und dann zeige ich dir, wie du den dann auffüllen kannst. Okay. Der hat eine Kapazität von 15.000. Da kannst du mit 15.000 Lebenspunkten von dir füllen. Jetzt hört sich viel an, aber geht schnell voll. Und kann ich den dann immer wieder auffüllen mit Lebenspunkten? Ja, genau. Über einen Smaragd? Und zeig ich dir gleich. Warte, das dauert hier noch ein bisschen. Du kannst ja mal, nimm mal dein Opfermesser, was ich dir gegeben habe. Ja, ich muss hier den Humba-Humba-Tanz machen. Humba, 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 das heißt, ja, Humba. Ich habe in der Bibel gelesen, wenn man den Tanz macht, dann erhöht sich der Schaden um 20% auf alle Humba, Items. Humba, 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 Humba. Okay. Aber wenn das wirklich gehen würde, ich würde das in jeder Folge machen. Ich auch, stundenlang. Jede Folge wird dabei. So, jetzt schau mal. Enderperle. Enderperle ist nicht, aber ein anderes Item. Jetzt rechtsklick mal drauf. Mit dem Dolch oder? Nö, mit der Hand einfach. Ja. So, jetzt. Das ist dein Speicher. Lehrlingsblut. So, genau. Jetzt gucke ich mal eben, wie man sich dieses Luftrune macht. Ja. Einen Moment, wir wollen die Federn, okay, da steht die Tafel. Da haben wir Cleanstone. Kann ich machen. Cleanstone zweimal. Ne, nur ein Cleanstone bräuchten wir. Ja, mache ich eben. Weil dann ist einfach nur ein Item, was wir brauchen für die Luft Dingsbums-Tafel da. Ich würde darauf vorschlagen, wenn du dir diese Cleanstone holst, dann wir kurz schlafen gehen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir Hühner finden. Ja. Stimmt. Dann lass eben schlafen. Dann fliege ich gleich eben kurz. Ich fülle mal eben meine
einen Speicher voll, dann kann ich ein bisschen mehr fliegen. Dann, ich glaube, die spawnen, wo spawnen denn immer Hühner meistens? Ja, auf Wiesen. Ja, es ist schon klar, das Modpack sind halt die Slots der Spawns besetzt durch andere Monster auch. Da spawnen die auch nicht so oft wie im Vanilla. Ja, liegst du im Bett? Nee, ne? Nee, ich flieg mal eben, ganz gediegen. Zu mir nach Hause. Zack. 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 Okay, ich liege im Bett. Ich auch. Oh, nee, du kannst jetzt nicht schlafen. Es ist ein Monster. Nee, warte mal. Also bei dir war gar nicht, aber ja. Ganz friedlich hier. Hier ist doch niemand. Warte. Ach, was der eine hier kommt. Ein. Wow, One-Hit und der war weg. Was? Krass. Boah, ich wollte schon sagen, dass du One-Hit hast. Nee, nee. So, nice. So, ab ins Bett. Guck mal, rechts, wie viele Tote Team Rot hat. Oha! Die haben sich richtig gegönnt im Stream. Ich meine, waren wir nicht vorher irgendwie? Ja, wir waren ganz weit vorne. Die Spitzenreiter hier. Ja. Also, am Anfang des Projekts waren wir die am mit wenigsten Tod und dann. Ich weiß gar nicht, wodurch das kommt. Ich weiß es auch nicht. Also mit Ton haben wir hier nichts am Hut eigentlich in der Stadt. Nee. Auf keinen Fall. Okay, ich komme wieder zu dir. Ach, Cleanstone, hab fast vergessen. Warte mal. Genau, Cleanstone brauchen wir. Ein. Und ich flieg mal ganz kurz hier rum und. Ich bring dir genau einen, nicht mehr oder weniger. Genau ein, exakt. Ich glaube, wir brauchen auch wirklich nur einen. Ich such mal ein paar Hühnchen. Oh, Federn, ey. So Kleinigkeiten, einfach, die man einfach nie in den Kissen hat. Ist wirklich so. Ich schau mich auch mal ein wenig nach Hühnchen um. Wo hab ich denn schon Hühnchen gesehen? Ja, ich hab auch oft Hühnchen gesehen. Ich hab die dann immer mit meinem Schwert erzogen und dann. Haben sie sich nicht mehr wieder in der Stadt blicken lassen. Ich habe wirklich seit Folgen keine Hühner mehr gesehen. So, zack, zack, komm schon Hühnchen. Da ist eine Kuh, aber das bringt uns jetzt auch nicht so viel. Nee. Ich habe Hühner, gefunden. Lol, du hast ein Glück. Aber, ja, ein Huhn, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich werde das Drop nicht Mann, mal eine Feder. Ja, doch, die Feder hat gedacht, bam, wo sind deine Freunde, Hühnchen? Komm doch mal. Das ist aber wirklich auch richtig oft so, als ich auch Nahrungssuche war, da war da auch oft nur ein Schwein oder so. Oh, die haben sich versteckt alle. So, zack, du stirbst. Ah, Mann, shit. We need some Federn. Ja. Du, ich so Hühner und du schaust mal bei den Teilnehmern in den Kisten, ob du die ein oder andere Feder findest, ne? So. Okay, warte, das ist eine gute Idee. Oh, ist nur ein Baum. Oh Gott. Ich erschrecke mich immer bei jedem Monster. Ich weiß noch, wenn ich mal mit Max aufgenommen habe und er so, oh Gott, ich raste da komplett, nein, Max, chill. Und er so, chill, du rastest ja mehr aus als ich. Ja. So, Stegi habe ich ja schon gestohlen. Warte, ich geh zu Nilo. Ja, da bin ich auch gleich, da treffen wir uns. Also, wir bringen dann Nilos Haus. Nilo hat doch die ein oder andere Feder. Ist Nilos Haus so aus Brickstone? Ich bin schon oben, der hat keine Feder. Dann bin ich woanders hier. Also ich bin hier am Fluss, warte. Wo bin ich denn hier? Hier ist ein Ofen, hier ist ein Kuchen. Ist das ein Dungeon? Ach, das ist ein Dungeon, glaube ich. Haben wir nicht in der Nähe? Jede Stadt hat in der Nähe. Ja, das ist ein Dungeon, okay. Jede Stadt hat in der Nähe, glaube ich, ein Dungeon. Ja, geh ich mal hier runter. Vielleicht sind hier Federn. Boah, Rüdiger, geh mir nicht in den Dungeon. Ah, okay, ja gut. Also du hast gute Erfahrung mit Dungeon, habe ich gehört. Also, ja, doch. Die letzten, bin ich auch ein paar Mal drin gestorben, aber ich habe Erfahrung damit gesammelt, ne? Ich bin jetzt der Dungeon-Experte. Oh Mann. Boah, ist ja echt ein großes Dungeon hier. Aber hier war ich schon mal drin, glaube ich. Runter. Hier ist er. Nee, das sind Fäden. Oh Mann. Ja, Mann, nicht. Diese Hoffnung, die man kurz verspürt. Okay, hier war ich aber. Okay, das Dungeon habe ich schon mal erkundet. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Dimension ihr gerne ein bisschen so erforscht haben, sehen wollt. Gutes Deutsch vertritt. Auf jeden Fall könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Abyss würde ich jetzt nicht empfehlen, wo ich jetzt war, gefällt mir überhaupt nicht, also macht überhaupt keinen Spaß, ist einfach nur so Qual für Items so. So, keine Ahnung. Deeplands ist also auch nicht so cool. Ich kann mir den Namen allgemein gar nichts anfangen, erstmal. Ich gehe einfach immer in das Dungeon, was mir vor die Nase stößt, so und dann. So, also Haven könnten wir gehen und, oder Mysterium, da ist noch keiner hingegangen, das könnten wir mal auschecken. Und ja. Hühnchen, oh shit, wo Alter. Seid ihr denn? Das kann auch. Die wollen einfach nicht, die verstecken sich. Oh, und die Folge ist auch schon vorbei fast, ja, ne? Ja, ich weiß, ja, wir sollten eigentlich. Schade, Alter. Nur wegen Federn hat es jetzt hier nicht sehr geklappt. Oh! Nicht geklappt. Oh Mann, ey. Was? Ich stand gerade so. Mann. Das war kurz gefährlich, ja, aber nur so halb gefährlich. Ich stand hier an so einem Abhang und plötzlich wäre ich von einem Monster geschubst, so, ne? Aber ich hab's überlebt. Schade. Ja, Federn ist wirklich so eine Sache, ich muss mal gucken. Ah, das wird ein bisschen kritisch sein. Wo bist du jetzt gerade? Ich hab Federn bekommen! Von so einem Lolt, vier Stück.
Ich hab. Boah, wir bräuchten nur einen. Warte, hier sind ganz viele. Da sind Charger, die droppen Federn. Mach die Kill, eine Feder. Ich hab 12 Federn. Mann, geil! Ah, shit, er hätte sie die früher gewusst. Nein! Man, wer hätte dann das auch wissen können, dass Charger Federn droppen? Ja, ich glaube, stimmt, das wusste ich so. Okay, das schaffen wir trotzdem jetzt nicht mehr in der Folge. Komm, wir machen das. Schaffen wir nicht, ne? Ich bin etwas weiter vom Stand. Ich weiß nicht. Was, fehlt noch mehr irgendwie? Ich mach schon mal hier, Nein, wir haben alles. Hui. Wir haben alles, du kannst dann fliegen. Wenigstens einen Flug muss man. Komm, wir machen dann überziehen 1-2 Minuten, dann machen wir die andere Folge, ist dann kürzer. Das kennt man. Ich muss fliegen. Ich bin auf dem Weg. Oh nein, Max hatte 7 Fäden in der Kiste. Oh nein. Scheiß auf. Lol. Nein. Warum gucken wir da nicht rein? Hallo, ich bin hier bei dir. So, okay, ich hab Stein. Hast du jetzt genug Federn? Ja, was mir ohne dich war, ich hab jetzt 12 Federn. Nimm den Stein, rechtsklick auf den Blutaltar. Ja, hab ich. So, ist da genug Blut drin? Nimm das Messer und opfer dich mal die ganze Zeit. Wie denn? Also nimm das Messer und rechtsklick einfach so. Bisschen höher. Halt das ein bisschen höher. Aber nicht töten. Oh, ich merk das schon. Und die Lagerfeuer und drumherum werden dich schön regen. So, jetzt nimm das raus, nimm die Tafel raus. Wie denn? Rechtsklick mit der Hand. Ja. Und jetzt nochmal rein. Ja. Okay, und wir weiter opfern. Ja, aua, genau. Aua, ey. Das tut weh. Aber man. Oh, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Oh, es ist gleich voll. Oh. Soll ich wieder rausnehmen? Oh, da freut sich jemand. Ja. Du springst da rum. Ja, die wird verstärkt, aber ich weiß nicht, woran man erkennt, ob die verstärkt ist. Wartet. Ich glaube. Du brauchst nicht mehr opfern. Nicht mehr? Nimm die mal raus. Ja. Heißt verstärkt? Ja. Verstärkte Tafel. Okay, nice. Komm runter. Okay. Du nimmst jetzt, die Gasträne hatte ich, ne? Ja. So, da ist die Gasträne. Nimm die Gasträne, nimm die Feder, nimm die Tafel und dieses grüne Ding, was du bekommen hast. So, jetzt. Und gib jetzt mal ein, in Too Many Items, ich weiß nicht, ob das, heißt das auf Deutsch? Luftsiegel. Guck dir das Rezept an. Ach da, ja. Kann ich da auf das Fragezeichen klicken? Nee, ne? Ich weiß nicht, aber merkt ihr, links und rechts Federn, oben Gasträne, Mitte Tafel und unten. Okay. Und ich hab's! Nice, hol's raus. Ja, hab ich. Ich weiß nicht, ob du es fliegen kannst, weil du musst jetzt dieses grüne Ding nehmen und dir kurz ein bisschen Leben damit opfern, wie mit dem Messer. Welches grüne Ding? Das Ding? Ja, genau. Jo, jetzt Opfer, jetzt mach das auch, rechtsklick so. Nee, nicht da rein. Oh. Ja. Dann wie mit dem Messer so halten, quasi ab. Musst du nicht mal beim Altar machen, sondern einfach woanders hier. Okay, ja, mach ich. So. Richtig wieder hoch und probier mal einen Flug zu machen mit der Dingsbums-Rune. Aber passt nicht. Ich hab noch keine Rune. Doch, du hast dieses Luftsiegel. Ja. Jetzt rechtsklick mal. Damit, mit dem Luftsiegel. LOL! Hui! Ja! Yeah! Es klappt! Nice! Hä, wie kann ich denn. Ich dachte, ich bekomme einen Stab und nicht so ein Item. Nee, das ist die Rune jetzt. Okay. Ja, heftig, dankeschön. Okay. Kein Problem. Wir haben schnell ausloggen hier. Der ist ausloggen. Okay. Oh shit. Die Federsuche war es. Die Federsuche hat uns erhalten. Wir hätten es geschafft, hätte ich mit meinen vergammelten Augen Federn gesehen. Aber das gehört auch dazu zum Spiel. Auf jeden Fall. Ja, schreibt uns in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen, was ihr sehen wollt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schaut beim Gommel vorbei. Und haut da rein. Ja. Schön mit Öl. Haut da rein. Tschüss.